Hey ho, ihr Lieben! Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit meiner Make-up-Messy-Therapie. Und heute fangen wir mit den Augen an. Und zwar machen wir Lidschattenprimer, Stifte, so Kajalgedöns und Mascara. Hier wird es so sein, dass ich bestimmt nicht viel verkaufe, weil viele Sachen sind alt und gerade so, ja, Mascara und so kauft man nicht gebraucht. Ja, also von daher denke ich, wird hier sehr viel in der Tonne landen. Und ja, wenn ihr sehen wollt, was das ist, dann bleibt dran. Es geht direkt los. Das ist einiges. Das meiste davon ist Scheiß. Das benutze ich nicht. Also wirklich, hier geht eine ganze, ganze Menge in die Tonne. Das muss ich sagen. Ich fange mal mit den Lidschattenprimern an. Ja, das ist so die kleinste, der kleinste Haufen. Und da habe ich einmal den Soft Ochre Paint Pot von MAC. Den behalte ich natürlich. Und auch meinen Rest von meiner Urban Decay Primer Potion. Die neigt sich auch bald mal dem Ende zu. Die behalte ich natürlich. Dann habe ich hier eine Probe von Too Faced von dieser Shadow Endurance. Die ist uralt, die wandert in die Tonne. Ich behalte meine Kat Von D, wie heißt es? Color Correcting Eyeshadow Primer. Das ist hier so ein Stick. Der ist auch ganz cool. Also den habe ich letztes Jahr unheimlich gerne benutzt. Den behalte ich auf jeden Fall. Dann darf gehen P2 Perfect Eyes Brightener. Das ist eigentlich kein Lidschattenprimer. Ich weiß gar nicht, warum das hier drin ist. Das ist so ein blaues Zeug. So, das macht man unters Auge, unter den Concealer so ein bisschen, um das aufzuhellen. Uralt, Tonne. Ich behalte die von Catrice, die Eye Foundation in Matt. Den finde ich ganz okay, den behalte ich. Dann bleibt auf jeden Fall von NARS. Das ist ein Smudge Proof Eyeshadow Base. Dieser hier, der sieht so süffig aus, ich habe den nur zweimal benutzt bisher. Den habe ich als Probe mal gehabt aus dem amerikanischen Sephora. Den behalte ich, den finde ich ziemlich cool. Essence Eyeshadow und Primer. Das ist dieses Ding hier, so ein Pöttchen. Das ist auch, das benutze ich nie, das darf gehen. Genauso Make-up Revolution Focus and Fix Primer habe ich zuletzt in einem Revolution One Brand oder so benutzt. Das ist aber so alt. Ich werde es jetzt auch nicht nochmal benutzen. Deshalb kommt es in die Tonne. Und genauso Essence Isle of Strobing Highlighter, Highlighting Eyeshadow Base. Die darf auch gehen. Die ist auch uralt. Und die I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Guck mal, die ist das richtig viel raus. Die fand ich ganz gut, muss ich sagen. Also wenn ihr jetzt in der Drogerie noch eine Eyeshadow Base sucht, die noch interessant ist. Ich glaube, dass es die auch noch gibt. Kommt aber jetzt auf jeden Fall in die Tonne. Dann habe ich zwei Glitter Primer. Einmal von NYX und einmal von Revolution. Die behalte ich erstmal. Den Revolution, mal gucken, den gebe ich vielleicht ab, wenn ich meine Revolution Glitter Paletten verkaufe. Dann der NYX Prove It, den behalte ich auch. Der ist relativ neu, den habe ich noch nicht so lange und auch noch nicht so intensiv ausprobiert. Dann habe ich noch von Sir Eva die Eyeshadow Fix in Pearl. Das finde ich auch gar nicht schlecht. Das ist halt ein Eyeshadow Primer, der schon so ein bisschen Glow verleiht. Finde ich ganz gut, den behalte ich. Und verkaufen tue ich hingegen den Too Faced Instant Attitude Brow Lift. Das ist so ein Stift für unter die Augenbrau. Man kann den aber auch super über das ganze Augenbrauenlid geben, vielleicht in den inneren Augenwinkel, um das ein bisschen aufzuhellen. Der ist recht vielseitig. Ich habe den ehrlich gesagt einmal benutzt. Ja, der ist, ich habe den noch nicht mal angespitzt, wie ihr sehen könnt. Den würde ich gerne verkaufen. Der ist auch noch nicht alt und dann müsst ihr einfach nur einmal anspitzen und dann ist der wieder clean sozusagen. Deshalb würde ich den gerne verkaufen. Der kommt in meinen Instagram Sale. Dann haben wir diese Sache schon mal abgegessen. Dann habe ich hier zwei Töpfchen Stifte. Ich schütte mal das erste aus und dann, ich möchte aus den zwei Töpfchen auf jeden Fall eins machen. Das ist schon mal klar.
Das kann jetzt dauern. Ich habe hier den Trended Up Ultra Slim Kajal. Das ist so ein super itzi-bitzi kleiner, feiner Kajal. Den behalte ich. Den fand ich nicht schlecht. Dann haben wir hier den Essence Extreme Lasting Eye Pencil Easy Glide and Waterproof. Natürlich behalte ich den, ist mein Favorit über die letzten Jahre immer gewesen. Und den Urban Decay. Klein ist er. Das war dieser 24 Hours Glide on Waterline. Extra für die Wasserlinie. Super schwarz. Bleibt auf jeden Fall. Ist einer meiner Liebsten. Bleiben wir gleich bei Urban Decay. Da habe ich noch drei Stück. Ja, diese drei. Und zwar einmal, das sind immer jeweils diese 24 Hours Glide on Eye Pencil. So heißen die. In Whiskey, in Torch und in Alkaline. Die bleiben auf jeden Fall. Ich liebe die. Dann haben wir mal zu Eva. Die sammle ich mal kurz raus. Wo sind sie? Zu Eva, zu Eva, zu Eva, zu Eva. Von zu Eva, das sind diese Graphic Eyes, die sind sehr gut. Davon habe ich drei Stück. Einmal in Mute, einmal in Myth und einmal It's Never Over. Ja, das ist so ein Dreck, so ein Schlamm, so ein perliger und so ein, so ein Brick, ne? so ein Backsteinrot. Ja, behalte ich auf jeden Fall, mag ich total gerne. Dann haben wir das Scheißerchen. Und zwar der Kat Von D Lash Liner. Den habe ich ein einziges Mal ausprobiert. Der darf gehen und den will ich gerne verkaufen, weil das ist halt ganz interessant. Man gibt den auf die untere Wasserlinie oder auch auf die obere. Und bei ganz vielen funktioniert der ganz toll. Bei mir tränt mein Auge total, deshalb möchte ich den gerne verkaufen. Ja, der ist ganz neu, den habe ich erst gekauft, deshalb möchte ich ihn nicht wegschmeißen, sondern es darf ihn gerne jemand anders ausprobieren. Dann habe ich von NYX Faux Blacks. Das sind zwei dunkle Stifte und zwar habe ich hier, tja, welche Farben denn? Black Olive und Burnt Sienna. Das sind so ganz dunkle ein dunkles Grün und ein dunkles, so ein Rotbraun für die Wasserlinie, die behalte ich. Hä, ich wollte doch ganz viel wegschmeißen. Ja, aber das ist meine gute Schublade sozusagen. Dann habe ich hier drei Lidstrich mit so Filz-Dingens. Einmal The Liner Revolution, den habe ich ganz neu, das ist von Makeup Revolution. Dann habe ich den Revolution Renaissance Flick, heißt der, glaube ich. Der ist auch neu, den behalte ich. Und meinen Tattoo Liner, den behalte ich. Und den NYX Epic Ink Liner. Das sind alles drei so ein bisschen vergleichbare Produkte, wobei der Kat Von D natürlich der King ist unter den ganzen Dingern. Deshalb, behalte ich die alle drei. Dann habe ich den Essence Extreme Lasting Eye Pencil Easy Glide and Waterproof in Silky Nude. Den behalte ich auch nochmal, falls ich doch nochmal so ein Nude unter den Augen machen möchte. Ich behalte alles, was hier drin ist. Das ist irgendwie geil. Nein, nicht alles kommt. Ich schmeiß auch noch was weg. Glaub mir einfach. Dann habe ich von Catrice Liveproof Liner. Das war mal aus einer Limited Edition. Den fand ich ganz gut. Den behalte ich auch erstmal noch. So sieht er aus. Der hat hier so ein zum Rausdrehen. Das ist auch so ein bisschen so eine Drecksfarbe. Den mag ich auch. Und den Marc Jacobs. Ja, wie heißen die denn? Highliner Gel Crayon. Das war mal so eine Probe, den behalte ich auch erstmal, weil ich will nicht wegschmeißen und verkaufen. So eine Probe, das kannst du eh nicht. So, verkaufen tue ich den W7 Metal Flash Metallic Glitter Eyeliner. Das ist ein Dupe zu diesen Urban Decay Glitter Linern. Das benutze ich einfach nicht. Das kann weg. Dann habe ich von Urban Decay diese Weiß Special Effects. Da war ich mega scharf drauf damals. Eigentlich ist das Glitzer-Topper für die Lippen. Aber ich benutze den auf den Augen. Einfach so ein bisschen drauf tippen aufs Auge. Oh, ja, ihr seht richtig viel. Hier ist es.
Das behalte ich. Das finde ich mal ganz spannend. Benutze ich ab und zu, jetzt nicht so häufig, aber gelegentlich benutze ich das. Dann habe ich, jetzt kommt die, hier kann alles schon weg, Kiste. die LA Splash Liquid Eyeliner. Das ist auch so ein, sowas wie Urban Decay. Das kommt auch weg. Oder das hat ein bisschen Spritzer abgekriegt vom Streichen, sehe ich gerade. die ganze Kiste hat Spritzer abgekriegt, sehe ich. Das verkaufe ich. Das, ehrlich gesagt, habe ich das, glaube ich, nie benutzt. Dann habe ich hier noch ein Urban Decay 24/7 Glider und Eye Pencil in Weiß, in Lila. Ich weiß gar nicht, warum der hier drin ist. Der kommt auf jeden Fall, der bleibt. Dann habe ich von Tarte So Fine. Das ist ein uralter Liner, der nicht mehr richtig geht. Also, der kommt in die Tonne. Ein Eyeliner von Revolution. Ein schwarzer, der war scheiße. Tonne. Dann habe ich von NYX den Wonder Pencil. Also den würde ich gerne noch verkaufen. Den benutze ich nie. Der kann einmal angespitzt werden, dann kann er noch verkauft werden. Das ist der, ja weiß ich nicht, habe ich 2-3 Mal benutzt. Dann habe ich noch ein Essence Extreme Lasting Eye Pencil Easy Glide and Waterproof in der Farbe Rockin' Taupe. Oh, geil. Warum ist er denn da drin? Den behalte ich auf jeden Fall. Essence Eyeliner Pen, 1000 Jahre alt, Tonne. Die habe ich ganz vergessen. NYX Vivid Brights, das sind so ganz feine Eyeliner. Der hier ist rot, den behalte ich. Den behalte ich. Dann habe ich hier so einen Liquid Eyeliner aus der Glossy Box noch. Tonne. Und dann habe ich hier 3 NYX Jumbo Pencils. Eigentlich hasse ich die. aber ich benutze die manchmal so als Base oder so für, weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel mal Halloween und mich geschminkt habe oder so. Deshalb würde ich die gerne behalten. Die sehen auch scheppig aus. Ich würde die jetzt nicht wieder verkaufen, sondern ja, die behalte ich. Gehen darf aber der Kohl Kajal Eyeliner in Nude Couture von Manhattan. Das ist einfach hier so ein, der kommt in die Tonne, den will auch keiner mehr haben. Genauso geht in die Tonne der I Love Makeup. Den schmeiße ich nicht weg. Den habe ich einmal, glaube ich, benutzt für ein One Brand oder so. Den packe ich mal dazu oder so in der Bestellung, wenn ihr was von mir kauft. So, dann packe ich den mit oben drauf. Dann habe ich von Kiko so ein Eye Pencil in so einem hellen Blau. Was hat mich da geritten? Keine Ahnung. Tonne. Und Essence I Want Candy. Dieses schwachsinnige Ding mit diesem Punkt. Ja, super, Jenny. Hast du einen tollen Punkt gemacht. Ja, mit diesem eigenartigen Teil. Das kommt in die Tonne. Dann habe ich von Essence die verkaufe ich, glaube ich, noch. Weiß gar nicht, ob sie... Die sind aus dem letzten Jahr, diese beiden hier. Metal Art Lip and Eyeliner. Die benutze ich überhaupt nicht. Die verkaufe ich. Die weiß nicht, habe ich vielleicht einmal benutzt. Uralt Manhattan Dip Eyeliner in Waterproof in Brown. Tonne. Und Freedom Professional Eyeliner. Auch hier so mit so einem Töpfchen. Ja, der geht auch in die Tonne. Den benutze ich niemals. Und jetzt habe ich es geschafft. Guck, eins leer. In einem ist noch was drin. Sehr schön. Das ist doch schon mal schön. So, Mascara. Da will ich auch einiges von wegtun auf jeden Fall. Und zwar diese beiden. Die haben mich voll verarscht, glaube ich. Ich hatte die schon mal. Diese Fiber False Lash X Fiber. Und dann hatten die irgendwie einen neuen Aufsteller und ich dachte, ach, guck mal, eine neue davon, ich probiere die mal aus. Und ich fand die beide scheiße, weil es wahrscheinlich beides die gleichen waren. Tonne. Leider. Dann geht Catrice Glam & Doll Curl & Volume. Tonne. Die Clarence Super Mascara Super Volume, die habe ich noch gar nicht ausprobiert, die habe ich geschickt bekommen von Nadja, die behalte ich. Die
Essence I Need a Miracle, genau. Die hatte ich mir erst vor kurzem geholt, als ich wieder so ein bisschen in der Drogerie rumgeguckt habe. Die bröckelt total. Also wenn du die drauf machst, dann rieselt dir alles hinterher runter. Deshalb geht die in die Tonne. Eine uralte Roller Lash, warum auch immer, weil das ist meine aktuell eigentlich auch fast fertige Roller Lash, aber die geht auch in die Tonne. Und die Revlon Ultimate All-in-One, das ist eine Waterproof, war die doch, war die nicht Waterproof? Waterproof Mascara. Ja, ja, die hatte ich mal geholt, die zum einartiges Bürstchen für die Hochzeit von meiner Kollegin, falls sie eine Waterproof-Mascara braucht, fand die aber scheiße und kommt in die Tonne, weil ich sowieso keine Waterproof-Mascara benutze. Oh Gott, meine Mascaras sind alle weg gleich. Die The Mascara Revolution von Revolution behalte ich noch, habe ich noch nicht eingehend getestet. Die NARS Climax Mascara habe ich auch noch nicht eingehend getestet, bleibt meine Lieblingsdrogeriemascara, die Trended Up Nummer 1 Mascara, ist, bleibt natürlich. Die NYX Worth the Hype geht, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter, die hat mich überhaupt nicht wirklich überzeugt und ich greife sowieso nie zu der, die ist auch schon ein bisschen älter, deshalb geht die. Die Bad Girl Bang fand ich eine Zeit lang richtig geil, im Moment nicht so, ich benutze sie selten, aber ich behalte sie trotzdem erstmal. Dann geht auf jeden Fall dieses wunderschöne Packaging. Die Urban Decay Troublemaker Mascara, eine der beschissensten Mascaras auf dem Markt, meiner Meinung nach. Leider, Urban Decay, da hast du voll ins Klo gegriffen. Das hast du wahrscheinlich auch gemerkt, weil, ja, also dieses bekloppte Bürstchen wirklich, also. Und die Mascara ist generell einfach schlecht. Schade um das schöne Packaging, aber die wandert direkt in den Müll. Meine Roller Lash, die quetsche ich jetzt noch aus, bis ich mir eine neue geholt habe. Genauso wie mit der It Cosmetics Superhero. Da kann ich vielleicht auch noch zweimal benutzen. Das ist so eine Probe gewesen. Die behalte ich. Die Perversion habe ich auch geschenkt bekommen. Die habe ich erst zweimal benutzt. Die ist gar nicht schlecht. Also da hättest du dabei einfach bleiben sollen, Urban Decay, und gut ist. Dann habe ich hier Douglas Volume Mascara. Die habe ich sogar noch, die ist sogar noch zu. Aber die kommt in die Tonne. Ich würde die eh nicht benutzen. Dann haben wir, Marc Jacobs Velvet Noir Mascara. Das war auch mal eine Probe. Die kommt in die Tonne, weil die habe ich einmal benutzt, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Und was haben wir hier noch? Klitzeklein Isadora Build-Up Mascara Extra Volume. Die ist noch verschlossen. Die war jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit irgendwo mit dabei. Die behalte ich, die behalte ich natürlich nicht, sondern die lege ich irgendwo mal mit rein als Geschenkchen sozusagen, wenn jemand bei mir was kauft. Ja, das war's. Das war ein langweiliges Video, oder? Habe ich noch was ich aussortieren könnte? Ich habe noch eine Menge, was ich aussortieren könnte. Aber das ist ja wohl jetzt befreiend. Ich habe eine Menge weggetan. Ja, richtig schön, richtig cool. Ja, Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles weg. Oh, ist das cool, ey. Jetzt habe ich so viel. Ich habe zwei leere Behältnisse. Könnt ihr euch das vorstellen? Was mache ich mit denen? Mal sehen. Okay, Leute. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal sortiere ich meine Einzellidschatten und Cremelidschatten aus. Ich wünsche euch wie immer was ganz, ganz Schönes. Tschüss!